Also das nächst schwächere Monster wäre die schwere Klaue auf dem Aladdin-Pfad. Guck mal, noch eine alte Spitzhacke. Ja, die gibt's da. Es gibt da alte Döngdöngdöngs. Eben. Des Ex... Dingens. Exodus. Exodus, genau, so hießen die Typen. Die sind irgendwann verdammt unwichtig geworden. Ja, gab halt Wichtigeres, so Papi und so. Dass Papi auch immer so Quatsch machen muss. Eben. Also, Vicky. Hallo Markus, geht es dir gut? Ich habe mich umgezogen, wie du siehst. Wenn du mit gut gehen meinst, dass ich vor lauter Schufterei bald ein frühes Grab finde, dann geht es mir prächtig. Ach, hör schon auf, dich zu beschweren. Wenigstens hast du einen Ort, an dem du eine Weile untertauchen und dich verstecken kannst. Ja, sonst wäre ich jetzt im Knast. Natürlich bin ich dankbar. Du hast so viel für mich getan. Jetzt fang nicht wieder damit an. Halt dich einfach bedeckt und arbeite hart. Ich weiß, ich weiß. Es ist schwer, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, aber ich werde es schaffen. Ich will hart dafür arbeiten, um eines Tages aus diesem Leben rauszukommen. Hat der braun oder hat er so braun-grüne Augen? Grün. Schon braun-grün. Es wird eine Weile dauern, aber ich werde es hinter mir lassen. Du wirst schon sehen, wir beide sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja, ich weiß, wir tragen beide Hüte. Wir haben dir etwas mitgebracht, Markus. Es ist von Vera, von der Spirius AG. Kennst du sie? Was? Von Vera? Ich kann nicht glauben, dass sie endlich geantwortet hat. Geantwortet? Hier ist Vera. Habt ihr ihm das Zeug gegeben? Ja. Dann richtet Markus bitte Folgendes von mir aus. Nein, das ist alles. Vera, Ende. Nein! Markus, du hast doch nicht... Doch. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe ihr seitdem jeden Tag einen Brief geschrieben. Den Brief auch losgeschickt? Immer das Gleiche. Bitte geh mit mir aus, meine Prinzessin. Ja, da würde ich auch Nein sagen. Mann, Mann, Mann. Was habe ich dir gesagt? Ja, ja, ich weiß. Was soll ich sagen? Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Eine gequälte Seele auf der Suche nach dieser Verbindung, die stärker ist als jede kosmische Kraft. Hals über Kopf und das alles. Gib mir auch was von dem Zeug da, ja? Nur einen Schluck oder zwei. Mein Herz ist mehrfach gebrochen. Es ist ein komplizierter Bruch. Das tut weh. Ich brauche einen Drink, Mann. Ich brauche einen Drink. Oder zwei. Tja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir jetzt nichts zu trinken geben werde. Dann springst du von der Brücke. Na komm schon, nur einen Schluck. Du kannst dafür diesen coolen Hut haben. Will ich nicht. Was so? Ich will deinen Hut nicht, Markus. Du musst dich zusammenreißen, Kumpel. Nun, das erklärt dann wohl, warum Vera uns geschickt hat, um Fusel zu liefern. Wird er wieder? Du brauchst offensichtlich Trost. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich der Richtige dafür bin. Hier ist etwas Ex Machina, aber nur ein Schluck. Den Rest haben wir vorher ausgeschüttet. Oh Mann, du bist der Beste! Brüder fürs Leben! Und du hast eine Bestätigung. Du hast den breiten Cowboy-Hut. Er hat dir doch seinen Hut angedreht. Ja, hat er. Naja, da du von Vera beauftragt wurdest und dann den Hut gerichtet, dann hat der Vera den Hut angedreht und sie hat ihn jetzt weitergereicht. Hier, will ich nicht. Was könnte das große... Ein Gold-Bakura. Das ist aber ein stacheliges Gold-Bakura, willst du speichern? Nur so ein Tipp. Ich wollte auch nur an den Viechern da vorbei, weil sonst wären die uns reingerannt. Warum hat sie jetzt im Ladebildschirm angefangen zu wiehern? Was? Viechern! Fox, hör auf!
637.000, wir nähern uns der Million. Ich habe eine zweite Arkane. Au! Da bin ich dran, du kommst mit rein dran. Nicht nur du. Ellie geht's auch nicht mehr so gut. Ganz gut. Lu auch nicht. Und Gaius opfert sich gerade. Autsch. Ellie! Ellie greift lieber an, anstatt Auferstehung zu wirken. Gut, ich geh auch mal dahin. Guck mal, ich greife dich hier an. Entschuldigung, ich habe deine Verbindung zu Ellie aufgelöst. Nimm geil. Verzweifelte Momente rufen nach verzweifelten Maßnahmen. Nein! Genau, Geist, tu das! Auf beide! Sehr gut! Baba, Junge! Kriegst du Zitronengummi zur Belohnung? Ha, ich gebe auf. So, wo ist jetzt den ich brauche? Ellie, du behauptest, du hast sowas. Was? Weiter unten wird vermuten. Endlich sagt sie es wieder. Jetzt will Ellie nicht nur den Leuten das Leben schenken, sie will ihnen die Essenz des Lebens schenken. Das Leben erhalten. Milla, wieso läufst du weg? Milla! Komm mal, Mädchen! Ich weiß nicht, was du da tust, aber es ist dumm. Stand strong. Auf schon liegende Leute wirkt das nicht. Nö! Das war gut, dass ich gerade den Schild drauf hatte. Das ist von Sven direkt dagegen gefahren. Im Notfall, wenn dieser Kampf ganz schlecht wird, dann fange ich wieder die alte Strategie aus. Nur, dass das diesmal noch viel länger dauert.
so nur stehst du ja wieder auf. Eben dafür habe ich gesorgt. Ich habe uns Gaius zurückgeholt. Glückwunsch, hervorragend, vielen Dank. Ich hab gedacht, der könnte nicht schaden. Kommt wieder! Oh ja, aber er hat trotzdem die Leiste ausgemacht dabei. Ja, und? Ja, komm hier lang. Komm, put. Also ich will einmal einen Luger haben im Notfall. Die Mila könnte auch nicht schaden. Das ging noch durch. Hallo, hier bin ich. Ja, das ist die Ring. Ja. Stimmt, jetzt hast du mich auch drauf gekriegt. Dein Ring ist durchgegangen und dadurch hast du die Wiederbelebung aufgezogen. Komm, so. Ich bin auch immer nicht ganz verkehrt zu haben. Luga im Übrigen auch nicht. Ich weiß, ich wiederhole mich langsam. Wenn es hart auf hart kommt, hätte ich auch gerne Mila dabei. Dann hätte ich auch gerne alle relativ gesund. Ach echt? Ja, und Gaius, was liegst du eigentlich die ganze Zeit so faul in der Ecke? Alle stehen wieder auf. Wie sie jetzt teilweise demonstrieren. Nein, noch geht's mir gut. Jetzt geht's mir nicht mehr gut. Mila, wir wissen beide, das war die falsche. Komm mal nicht mehr weg. Gaius, das war keine gute Idee. Tja, ich warte mich gerade, der hat eine Dunkelheitsschwäche. Kann die da nicht Shadow Vision sein, aber nein. Das kann die nicht. Also wenn sie es jemals nie kriegen kann, dann haben wir Shadow noch nicht befreit. Er hat uns ein Dungeon geschenkt. Ja. Geil, ich weiß nicht, was du da machst, aber es sieht sau cool aus. Ich hab ihn nicht geguckt. Mist. Da war niemand zu gierig. Ja. Wir haben noch 200.000. Nein! Deine Ringe ist echt praktisch. Ja, deshalb habe ich mir den auch ausgesucht. Verzichte auf 30% KP oder so und nehme dafür das Wiederbeleben. Ja, Ellie, spring ein bisschen vor Freude auf und ab, ist gut. Ha! Passt! Kaum habe ich diesen Zauber wieder gefunden, steigt dieser Ananas-Gummi-Verbrauch. Ja, der ist auch gut und toll. Und alles. Gaius, du hättest nicht sterben müssen. Jetzt habe ich TP verschwendet. Wegen dir, Gaius. Artus. Das ist der Grund. Wieso habe ich den gar nicht drin? Wen? Die leuchtende Kammer. Die hast du nicht drin. Rausgenommen. Ja.
genau einmal bisher verwendet. Defense is power. Ich dachte, das ist schön. Oder hast du mich jetzt verraten? Ich habe schon Angst, sie wäre wieder zu schwierig gewesen. Die Leiste war nämlich eigentlich leer. Genau, ein paar davon ist die Essence of Life, geil von Bow. Ah, meine Fliegen. Gut, dass ich den Abwehrknopf gefunden habe, das hätte es uns wehgetan. Ja, du kannst dich nicht gerade heilen. Wenn er es unterlässt, gegen die Heilerin zu rollen, kommt er auch wieder. Ja. Dumb Side. Wir hätten Zeit gehabt. Die Heilerin ist tabu. Ping-Pong. Also ich möchte nicht mit dir Ping-Pong spielen, wenn deine Bälle explodieren. Da kannst du gerne hinrollen. Da störst du niemanden. Richtig, da stört dich niemanden. Sekunde, Sekunde, Nurse, 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 Nurse. Bitte sehr. Also man merkt es durchaus, oder? Ja. Es macht sich durchaus bemerkbar. Gut, dass ich eben noch die Richtung geändert habe. Ich meine, es macht durchaus Spaß. Ja. Sollte es wirklich sein? Kann ich mal Nurse wirken und zwar zweimal hintereinander und nicht Nurse und wieder Auferstehung? Mein Gott, geht das meine dritte Nurse und Folge? Sehr gut reingerollt, Pi. Oh, hat keine 100.000 mehr. Shit. Au! Jetzt ist es quasi nicht mehr Pflicht, jetzt ist es Kür. Ich denke, also wenn wir das jetzt noch versemmeln. Wieder gehen wir vom Feedback. All things in moderation. Ey Mila, du solltest eigentlich zu dem Zeitpunkt schon laufen. Komm hier hin. Wo ist dein Revive hin? Das ist weg. Das habe ich genutzt. Doch, du sollst jetzt erledigt mal was geben. Nurse, 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 nurse.
I feel peculiar. Ich hab mein Sprengteil schon wieder aufgebraucht. Ich hab's gesehen, ich wollte es eigentlich verhindern. Lina, du schießt gleich genau vom Gegner. Oder auch nicht, der rollt weg. Fuchs, dafür zauber ich die Teile. Keine Sorge, du kannst aufstehen. Ja, gut. Aber hier ist gerade Mila wieder vor. Du hast deins einfach zu schnell verbraten. This will not stand. Also, nach diesen Kämpfen sind unsere Todeszähler auf jeden Fall ein bisschen nach oben geschossen. Gar nicht, meiner doch bestimmt nicht. Wir wollen die, wenn ich hier mehr heile. Fuchs, möchtest du ihn übermäßig töten? Gut, ich will ihn übermäßig. Welcher schöner Anblick. Also damit streife ich ganz mal die schwere Klaue. Ja. Ja, das waren ja auch nur 144.000 oder so. Richtig. Oder eher 145.000. Eben. So, du bist fast ein Schwerwerfer. I've surpassed my limits. I've gotta get stronger. I must become stronger. Wir sehen, meine leuchtenden Fühler leuchten beim Levelaufstieg noch viel heller. Vergiss es. Wir müssen einkaufen. Eben. Das müssen wir jetzt echt. Mein Ananas-Gummi-Verbrauch ist exponentiell gestiegen. Aber es macht das Ganze doch wesentlich lustiger, oder? Ja. Schwarzer Hundeschwanz. Beantrage Wechsel auf Ellie.